Hallo und herzlich willkommen zu Terraria. Heute mal mit dabei der Mammut. Hey, das bin ich. Yay! Yay! Und ihr wundert euch jetzt bestimmt, warum ich die Ansage mache, aber ich wurde hierzu gezwungen. Genau. Er wurde dazu gezwungen mit Messer im Rücken und sowas. Genau, er sagt, du machst das jetzt mal. Du machst das. Also los. So, und was machen wir heute? Ich habe eine komische Prozentanzahl unten links bei mir. Wieso, weshalb, warum auch immer. Egal. Das lädt das Terrain. Hatte ich vorhin auch mal. Wir gehen heute in, wie heißt das Gebiet? Ich hab's vergessen. Corruption. Das, ja, Corruption, Dämonen, etc. Gehen wir jetzt rein, um jetzt da... Jetzt gleich und sofort? Genau, Dämonit-Erz abzubauen. Ich weiß nicht, haben wir noch Gold, damit ich mir vielleicht auch noch eine Spitzhacke bauen kann, aber ich glaube, das reicht nicht, ne? Weil dann könnte ich das Dämonit-Erz mit abbauen. Ich glaube nicht. Verdammt! Verdammt, doof gelaufen. Ich glaube, wir hatten nur noch so 12 Barren ungefähr, ne? Ja, irgendwie nicht so viel. Reicht nicht. 10 Barren sind hier drin. Ich habe keine mehr. Ich habe nur noch 3. Kannst du dir aus der einen goldenen Kiste rausholen? Kann ja mal schauen, ob es reicht. Wenn nicht, dann gehe ich einfach nur so und du musst abbauen. Berühren. So, genau. Ich würde auch sagen, wir warten bis zum nächsten Tag, ne? Wenn wir die Shadow Orbs da schon vernichten. Ja. Du weißt warum? Genau. Wir haben uns ein bisschen informiert. Ja, wir sind jetzt nicht mehr ganz so doof. Obwohl, doch, damit sind wir. Immer noch, aber wir haben uns halt versucht, ein bisschen zu informieren, damit wir hier nicht ganz so planlos durch die Gegend rennen. So wie immer. Genau. Und haben jetzt halt vor, im Corruption-Gebiet halt dann Dämonit-Erz abzubauen. Genau, also das Corruption-Gebiet für diejenigen, die es nicht wissen, das ist hier das Dämonengebiet. Da waren wir schon. Da waren wir schon mal. Die fliegenden Viecher rumgeistern. Genau. Bisschen hier aufräumen noch. Genau, noch Überbleibsel von der letzten Schlacht. Jo. So, es wird Tag, wir können rüber. Auf geht's. Yay, Party. Yay. Berühren. Mist. Yay. War nicht schnell genug. So, und das Corruption-Gebiet, das wird später noch eine größere Rolle haben. Wie wir ja auch schon Fummel vor. Ja, irgendwie schon, ne? Vor allem, das kannst du. Grundsätzlich noch alles erwarten wird und was das für Vorbereitungen haben wird und so weiter und so fort. Also wir werden auf jeden Fall die 100 Folgenrate knacken. Ja, wir sind ja jetzt schon bei 25, 26. Ja. Und das mit denen halt echt, was man da alles noch machen muss, was man da noch farmen muss. Also freut euch, werden noch ein bisschen failen. Ja, wir gucken mal, dass wir auch vernünftige Gesprächsthemen finden und sowas. Wir doch nicht. Wir nicht, nee. Einfach frei raus. EA ist doof, fertig. EA ist doof, die haben jetzt Dragon Age 3 angekündigt. Haben sie? Ja, wird auf der E3, glaube ich, verfügbar sein oder auf der Gamescom, ich weiß es nicht mehr. Habe ich gerade eben noch gelesen. Ui. Na, ich bin ja gerade noch alle, die jetzt wissen, nicht wissen, wann ist jetzt gerade eben. Gerade eben ist jetzt am 8.5. Für euch ist das inzwischen circa... Zu spät. 20 Tage später. Genau. Da ist Dragon Age draußen. Wisst, inwieweit wir das hier schon im Voraus aufnehmen. Das wäre euch nie aufgefallen. Nee, das wäre mir nie aufgefallen. Jetzt habe ich einfach mal losgelassen damit. Also haben wirklich? Wir eine Fackel dabei, ja, haben wir. Gut. 77. Ja, ich habe auch 2 Stacks, das reicht. Das passt. Ja, über 2 Stacks. 2 Stacks und nochmal 77. Passt. Das müsste reichen. So, jetzt kommen wir gleich da an. Ah, gar nicht rein. Ja, Enterhaken da drüben hin. Na, dann halt nicht. Komm, wir das springen wird das. Wird gleich nochmal ein Spaß hier, dass wir das schaffen. Ich freue mich jetzt schon. Fröhliches Runterfallen, yay. Was ist denn das? Ach, das Ding. Dieser... Sandwurm. Sandwurm. Aua, der schießt. Warte, ich hau drauf mit dem. Aua, er schießt. Da geht's schon Aua, los. Aua, er schießt. Also hier vorne das Corruption-Gebiet und das da oben sind halt Little Eater. Die Little Eater und die Little etwas Eater. Größeren Little Eater. So, und hier sollen wir jetzt runter, ja? Ich hab keine Ahnung, wahrscheinlich. Ich glaube ja. Auf jeden Fall sind wir laut Aussage bereit für dieses Gebiet. Okay. Ne? Na, dann gucken wir doch mal, dass wir hier... Na! So ist schon mal gut.
Spring ins Dunkle rein. Hervorragend. Ja, mach ich. Hören denn diese Dinger auch irgendwann mal auf zu spawnen oder ist man hier echt ständig am Kämpfen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, man ist da ständig am Kämpfen. Sag mal Bescheid, wenn du oben ankommst. Ich habe keine Ahnung. Weil es ist gerade schön, dass die Viecher alle auf dich getriggert sind. So, ich bin unten. Gut, ich komm mit. Ich komm hinterher. Wir müssen da mal Fackeln hinsetzen. Ich werde hier nicht lange überleben. Das ist schlecht. Ja, sechs Lebenspunkte noch. Ja, ich habe halt beim Runterkommen hier extrem viel Lebenspunkte verloren. Warum? Weil, darum... Schaden gekriegt von den Viechern? Ja, Schaden gekriegt. Ich wurde die ganze Zeit attackiert. Wäre gut, wenn du da... Oh shit, jetzt kommen die zu mir. ...beim Runtergehen dann ein bisschen Fackeln setzt. Fackeln zu setzen, ja. So ein paar habe ich jetzt gesetzt. Moment, ich... Der Bogen ist ja echt nützlich. Oh Gott, hier ist ein Riesenwurm. Ja. Der Bogen ist... Der Boomerang. Der ist wirklich... Shit. Oh, verdammt. Tot. Okay. Der, große Wurm hat mich einfach runtergeschmissen. Schweinerei. Und dann kam ich nicht schnell genug auf den E-Knopf. Mm. Also, Leute, das wird ein bisschen länger da. Ein bisschen. Aber wir müssen da rein. Wir müssen da rein. Das geht sonst nicht weiter. Jo. Ist ähnlich wie also eben mit den Haken. Und jetzt brauchten wir halt auch wirklich den Haken, sonst wären wir halt da nicht weitergekommen. Kommst du da nicht runter. Ist ja halt ständig von den Teilen angegriffen. Und du sagtest, ja, du brauchst keinen Haken. Oder ich brauch keinen Haken. Ne, und jetzt... Na, jetzt weißt du, dass wir einen brauchen. Ja. Du hast es ja gesagt. Ich habe es gesagt. Hat man großer auch nicht Buana, es tut mir leid. Ja, das wollte ich jetzt sagen. Wie konnte ich denn deine weisen Worte einfach ignorieren? Ich habe auch keine Ahnung. Ne? Noch so Ding, ne? Böser Vestas, wirklich ja, böser Vestas. Böse. Ach du großer Gott, wir haben ja auch, ne, ich guck grad nochmal so und wir hatten ja auch geguckt, wenn hier was spawnt und ich bin schon bei 180 Lebenspunkte. Ja, hatten wir ja gesagt, also noch also 20 mehr. Also die Container sollte ich erstmal wahrscheinlich die solltest bekommen. Du kriegen, ja. Aber ein Goldfisch. Möchte ihn in ein Glas stecken. So ziemlich alle Herausforderungen, Anforderungen fast erfüllt. Für das, was passiert, wenn einer von uns über 200 Dinge hat. Oder wir haben, ja, gut, es fehlt noch die Shadow Orb. Ja, aber da sind wir jetzt quasi mehr oder weniger dabei. Da sind wir bei. Was war das dritte? Dass die in glaube ich, in 7 Tagen eine erst Woche. Wiederkommen. Genau. Ei, Junge, oi, Junge. So, ich warte hier bei kurzem Wüste auf dich und dann macht einer immer Fackel und einer macht immer Angriff auf die Dinger. Ja. Und wir runtergehen. Es ist, ich schmeiß wieder mit dem Boomerang, der war wirklich, für die Kleinen war der in Ordnung. Bis dann der die Fackel. Ja, bis dann der Wurm kam, der war einfach fies. Ja. Weil die halt zum Teil auf der Stelle dann stehen, wenn die getroffen werden. Der Boomerang kommt halt, wenn er das Ziel trifft, kommt er relativ zügig zurück. Gut. Dann komm mit. Moment. So, hier mal eine Fackel. Da nochmal eine. Gleich der Wurm schon wieder kommen. Ja. Aber ich höre ihn halt nicht. Ja, oh, so geht es doch einigermaßen. Hier sind hey, wir sind einigermaßen heil angekommen. Jetzt kommt der Wurm. Da ist der Wurm. Ich glaube, da ist der Schwer wieder. Ich habe natürlich nicht geguckt, welche Arten es noch gibt, um den zweiten Boss spawnen zu lassen. Aber die eine Art reicht ja auch schon. Ich habe die eine Art auch schon wieder vergessen. Dass wir 3 Shadow Orbs vernichten. Ah ja, hier, was haben wir hier? Ein, verschlingenden eine Axt. Goldfisch. Was für eine Axt? Nee, eine Axtstatue. Axtstatue. Hoch.
Und unter uns sind die ganzen Shadow Orbs. Das sind diese Blubbel da, ne? Genau. Da warte. Gehst du dann auch gleich mal weg? Ja, Moment, ich wollte hier eben kurz eine Fackel endlich mal setzen. So. So. Damit wir hier wenigstens mal ein bisschen Licht haben. Guck mal, ob die Bomben hier jetzt funktionieren. Bisschen Abstand dann davon nehmen, weil ich weiß jetzt nicht, wie groß der Explosionsradius ist. Ja, warte, lass mich eben den Hammer hier noch abbauen und rechts von dir kommt so ein... Hab ich gesehen? Hier ist noch so ein Piranha, der macht Ärger. Also, Achtung, Bombe! Bombs! Ja, wir werden uns lange hier durchbuddeln müssen. Das können wir nicht abbauen? Nein, das können wir nicht ohne Dämonitspitzhacke abbauen. Doch doof. Wie soll man das denn machen dann? Ja, hier mit den Bomben. Ja. Sind auch noch? Ich habe auch noch 8. Oh, wusste ich gar nicht. Ansonsten können wir, glaube ich, auch Glibberbomben herstellen oder sowas. Mensch, ja, schmeißt du schon. Oh, schmeiß ich eine? Moment. Wie wir beinahe auch noch daneben gegangen. Aber nur beinahe. Ich hatte schon wieder fast Angst. So. Ei, Junge. So, den da hinten gleich down. Einen Hit noch, genau, da hinten kommt gleich noch einer. So, eine noch und dann müssten wir eigentlich fast durch sein. Mag meinen Bumerang. Noch nicht. Ich fang den immer mehr an zu mögen. Ja, das merke ich. So, die eine Shadow Orb ist frei. So, Muskete. Mit Musketenkugeln. Jo. Horrible Chill goes down your spine. Gut, dass wir jetzt nicht geguckt haben, zu welcher Uhrzeit wir die umgehauen haben. Also egal. Es ist irgendwann am Tag. Ja. So, machen wir die zweite auch gleich, ne? Ja. Nur mit der dritten, ich weiß nicht, sollen wir es versuchen? Wie du meinst, du hast mehr Erfahrung mit dem als ich. Meinst, wenn du meinst, dass das reicht, dann ja, wenn nicht, dann lass es lieber. Ja, ich würde fast sagen, es würde reichen. Mach doch mal dahin, wo es hin soll, meine Güte. Vielleicht ein Stück Erdblock dahinsetzen, damit die nicht... Das wäre eine Possibility. Ich habe halt immer mal gute Ideen. Immer mal wieder so zwischendurch. So manchmal zeigt sich das Genie. Ich versuche es doch so zu verstecken. Mein Gott, hier so. Kommen aber auch die Viecher angerannt. Wow, 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 wow. Nicht dich selbst in die Luft jagen. Okay. Sagst du so einfach. Das hat nichts gebracht. Das hat irgendwie nichts gebracht, ja. Kommen wir da jetzt rein? Geht ihr weg? Macht ihr, dass ihr wegkommt? Ab ins Körbchen. Aua. Haftbombe. Hui. Wäre eine Möglichkeit. Kann ich denn, hören die denn auf, wenn hier Fackeln sind zu spawnen? Eigentlich? Nein. Oder kommen die halt immer? Die kommen immer. So, ich bin bei zweiten Shadow Orb. Jo. Wenn eine Muskete droppt, weißt du rüber. Sternenkraftband. Screams echo around you. Wuhu. Was bringt dir das? Keine jetzt? Ahnung. Mal durchlesen vielleicht? Ausrüstbar. Erhöht deine maximale Mana um 20. Wow. Hast du denn jetzt, diese Shadow Orbs auch eingesammelt, ne? Nein, die Shadow Orbs kann man nicht einsammeln, die kann man nur zerstören. Ja, aber brauchten wir denn die nicht für die Axt? Nee, da brauchen wir Dämonit Erz. Ja, und? Und Shadow Scale. Ah. Oder sowas. Okay. So, jetzt gucken wir nochmal, wo nochmal eine Shadow Orb ist, die einigermaßen an der Oberfläche ist hier. Hier ist Dämonit Erz, glaube ich, im Wasser. Dann guck ich gleich mal. Ich mache nur kurz mal hier Licht. Kurz gegen die Viecher hier durchkämpfen. Also die sind wirklich mit dem Boomerang schön wegzumachen. Okay. Das gefällt mir gut. Also da kommen jetzt hier so 3 an und die haben keine Chance. Keine Chance. Keine Chance, yeah. Wissen nicht, was sie erwartet. So könnte man es auch sehen. Jo. Ja, hauen wir mal wieder an. Hier also ist eine Vase noch. Das ist Dämonit jetzt? Hier vor dir, hier unten, was? Ah ne, das sind die Teile, aber hier oben. Ja, oder was leuchtet da? Ran.
Das ist Dämonit-Erz, aber ja, wie gesagt, also, kommen wir nicht ran. Wir können hier jetzt nichts abbauen, das ist irgendwie immer noch nervig. Ja, dafür brauchen wir halt erst die Dämonit-Spitzhacke. Na, dann gehen wir jetzt erstmal hier lang und schauen, was wir denn hier so nehmen. Vielleicht finden wir eine Truhe oder so. Ja. Weil, und kommen wir an die Scales dran? Hier ist Dämonit-Erz. Hey, dafür müssen wir den nächsten Boss töten. Ja, stimmt, da war was. Ja, da müssen wir den holen. Da kommen wir gar nicht drum rum. Da hinten ist noch mehr Dämonit-Erz. Ja, den kriege ich nicht down, weil der Altar draufsteht. Ja, aber den da ist ja auch nicht. Ja. Ey. Voll daneben und so. Beschütz dich. Ja? Und der eine ist an mir vorbei. Shit. Auch in zwei Hits. Ja, ich würde sagen, wir holen uns